Herzlich willkommen zu Let's Play mit Matsch. So, ich würde jetzt gerne nochmal hier diese hallenden Albträume hier probieren. Um mal zu schauen, ob ich nicht noch einen 125er für mich kriegen kann, beziehungsweise ob ich den 101er, den ich habe, einfach mal für den Altarrezept verschwenden kann. Ja, also ich leg da mal los. Die letzte Strategie war ja immer schön außen rumlaufen und nicht in die Explosion rein und vor allem auf den Balken achten. Das habe ich beim letzten Mal nicht gemacht. Und dann war der natürlich irgendwann mal voll. Und ja, dann war der Balken voll. Was habe ich jetzt hier nur für eine Post? Keine Post. Na dann los, let's go. Hier sind meine, ja, schönen. Das Ereignis beginnt in. Weg. Oh, ich wollte mein Zeug anmachen. Da kann man jetzt auch außen rumlaufen. Das heißt hier so außen rum. Am Anfang sicherlich kein Problem. Später dann wegen dieser Überwältigung muss ich dann ein bisschen aggressiver vorgehen, glaube ich. Weil dass es wieder so geht wie beim letzten Run. Ehe ich dann einfach zu viele Gegner auf dem Feld habe, die ich nicht getötet habe, obwohl ich es hätte können, wenn ich einfach nur aggressiver gewesen wäre. Und ich hätte auch sogar noch die Pylonen gehabt, um mir nochmal ein bisschen Power zu holen. Also insofern einfach nur entspannt weiterlaufen und ein bisschen Glück vielleicht auch haben, was die Explosionen angeht. Dass man nicht in die Explosionen mal sich rein teleportiert oder so. Der Balken, ich habe schwer nicht drauf geachtet, aber der schaut gut aus. Hier sind jetzt ein paar Erschienen und weg, 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 weg. Ich wärme mich gerade erst auf. Balken schaut gut aus. Ja, hier mal hin. Jetzt hat es gerade geruckelt. Warum auch immer. Noch schaut es gut aus. Überwältigung ist noch nicht zu groß. Da ist jetzt einer, der jetzt nicht sofort sterben wollte. Geht es jetzt los mit den Geist, die sich ein bisschen schämen zu sterben. Es hat schon wieder geruckelt. Warum ruckelt das? Weiß nicht, wann die Zeit ist, ich mir die Balken holen, also die Pylonen holen sollte. Noch ist ja alles. Jetzt habe ich es wieder gemacht. Scheiße. Weg hier, weg hier, weg hier. Ja. Mann, Mann, Mann. Okay, jetzt machen wir mal eine Entspannung hier. Weiß gar nicht, was das für ein Pylon ist. Aber der hilft uns vielleicht ein bisschen. Ja, die Überwältigung ist relativ groß. Jetzt komme ich mal da, ob ich da nicht in der Mitte ein bisschen mal aufräumen kann. Ein bisschen rauszuzögern. Ich hole mir mal einen Pylon. Vielleicht sogar noch einen. Oh. Was ist passiert?
Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Ist jetzt hat hier habe ich. Also er schreibt jetzt nicht, dass ich irgendwie. Meine Taschen sind voll. Mhm. Ach, meine Taschen sind voll. 360. Kann ich das machen? Schaffe ich das in 14 Sekunden? Dass ich schnell zu ihr hinlaufe und schnell mein Geld ausgebe, um dann schnell wieder zurückzugehen. Um dann 2-1. Jetzt habe ich mich verklickt. Shit, nein. Aber was ich auf jeden Fall gemacht habe, ich verrutsche immer mein Fenster hier. Und das seht ihr an den schwarzen Balken, der jetzt rechts und links ist. Ja, dann mache ich den mal wieder weg, den Balken. Es ist zum Blären. Ich habe keine Lösung dafür. Ich kann nicht im Vollbild spielen, weil sonst wäre es alles sehr breit. Ja, ich habe einen 125er abgestaubt. Keinen 150er, weiß ich nicht, was man dafür tun muss. Und ich habe ein Krümelchen abgestaubt. Ja, ist halt sehr weniger Schaden. Also eigentlich kann ich das anziehen sogar, weil Schadensprobleme habe ich ja keine. Und da ist jetzt Giftwiderstand zum Beispiel dabei. Vielleicht hilft mir das bei den Pfützen. Kritischer Trefferschaden ist höher. Gut, die kritische Trefferchance ist damit weg. Angriffsgeschwindigkeit brauche ich eigentlich nicht. Ich würde den tatsächlich einsetzen. Ich habe jetzt 1,2 Millionen. Warum? Und was ist denn hier passiert? Warum ist denn der so rot? Ja, also jetzt 1,2 Millionen und dann ist das jetzt 1,128. Ja, den hebe ich mir mal auf. Den hebe ich mir mal auf. Dann schauen wir mal, was wir sonst so abgestaubt haben. Nix. Nix. Oh. Ein Typhons in Uralt. Ein legendäres blaue Schienen. Und uns nix. Das heißt, das Typhon in Uralt. Ich habe natürlich mein Typhon-Zeug nicht hier, sondern irgendwo in so Kiste. Hier. Ich möchte jetzt einfach mal dazu packen. Ob das wirklich so viel besser ist. 569, 646. Ja, ist wesentlich besser. Aber da muss ich natürlich Typhon erstmal anziehen. Und das habe ich jetzt gerade nicht am Start. Dann schauen wir mal, dass wir unser Zeug verkaufen bzw. entdingsen. Ach, hier unten habe ich gar nicht geschaut. Auch legendär. Und das. Okay. Genau, und die. Das Krümelchen können wir ja nochmal hier zu den Behalter bringen, Sachen bringen. Ja, jetzt habe ich hier 125er Teil. Was ich jetzt gerne machen würde, ist den Altar befriedigen. Und tatsächlich ist es so, dass der Altar bei Waffen mit einem 30er zufrieden wäre. Jetzt ist mir nicht, bin ich mir nicht 100% sicher, ob ich das gute. Aber 101 ist auch okay. Den könnte ich natürlich auch dafür verschwenden, sozusagen. Ich brauche da ja 3 Säuhane, eine Waffe, beliebig, und eben einen über 30 und dann würde ich fast den nehmen. Und dann schauen wir mal, ob dieses Rezept Nummer 10, wie das funktioniert. Ich habe den uralten Gegenstand, den Streitkolben, den keine Sau braucht. Ich habe einen legendären Edelstein, der also mindestens 30 sein muss, der ist sogar 32. Und ich tue da 3 weiße. Ah, shit, die weißen gehen nicht. Ich habe die weißen gewählt, weil ich da am meisten von hatte. Bedeutet, ich muss also dummerweise jetzt dann, keine Ahnung, was nehme ich dann? Lilane oder rote? Am meisten habe ich von den
Lilanen. Roten sind so Stärke und das ist so Leben, Treffer, Leben, Vitalität. Ja, nehme ich die Lilanen. Okay. Also, Meister, habgieriger Shen, mach mir bitte von den Lilanen. Nicht die 23, wenn ich da 18 mache, dann ich brauche 27. Das heißt, ich brauche jetzt hier noch 4. Achso. 4 mal 3 hätte ich gebraucht, 12. Also muss ich noch 8 machen. Diese Mathematik. Ja, jetzt habe ich hier 27, die hätte ich gerne. Dann mach mir bitte die 9 und dann mach mir bitte die 3. So, dann probieren wir unser Glück. Wir werten die Waffe auf. Rezept Nummer 10. Also uralter, upsala, uralter Gegenstand. Der legendäre Eggenstein. Und die 3 Makel. Was würde der jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Aber das sehen wir ja jetzt gleich, wenn ich transportieren drücke. Er hat jetzt hier 160 Vitalität hinzugefügt. Und der Altar. Wenn ich jetzt sage, ich würde gerne. Was hat mir noch gefehlt? Hier. Erhöht den Schaden 50% gegen Bosse. Alles andere habe ich jetzt in der silbernen Ebene. In der goldenen Ebene und hier in der Bronze, da ist noch Schaden gegen Elite gegen 15 und 200 Schaden. Blatt. Und dann opfer ich jetzt. Und er akzeptiert das Opfer. Und nur um mich mit dem nächsten, mit dem Hirtenstab zu. Ich glaube, das ist eine ganz andere Nummer, oder? Der Hirtenstab ist, wie soll ich sagen? Das ist jetzt hier irgendwie, da muss ich doch diese vier komischen, super duper seltenen, zufällig gespawnten, dummen Items, muss ich da. Na gut. Das mache ich aber nicht jetzt. Was ich jetzt mache, überlege ich mir. Ich habe nämlich zufälligerweise drei grüne Edelsteine. Die ich aber nicht gebrauchen kann. Was ich gerne machen würde in das Teil hier, wäre Intelligenz. Und das geht wohl mit dem hier. Aber da habe ich einfach nicht genug. Ja, habe ich nicht genug. Dann mache ich es halt nicht. So einfach ist das. Aber was ich noch schnell machen kann, ist einfach ein schnelles, kleines DVLM-Portal. Ein ganz, ein schnelles. Ein furchtbar schnelles. Schließlich sterben Bosse jetzt nochmal 50% schneller. Ja. Ja, ist die Frage, ob ich dann jetzt hier, wenn ich so normal farme, ob ich dann nicht meinen Hut wieder aufsetze, damit mehr gelbe Edelsteine droppen. Und ja, das sollte ich wahrscheinlich wirklich tun. Wenn ich so drüber nachdenke. Oh, Sackgasse. Das ist dann hier weiter.
So. Oh. Wo hätte ich denn da hin müssen? Geradeaus einfach. Warum bin ich denn nicht geradeaus gelaufen? Ich dachte, da wäre es zu Ende. Da kann man nicht runter transformieren, portieren, also, ja. Wisst ihr, was ich meine? Teleportieren, warum nicht? Unsichtbare Mauer. Die den Teleportationsversuch unterbindet. So, wieder Sackgasse, hier lang, durch die Tür und dann sollten wir doch langsam dem Portalwächter grüß Gott sagen können. Ja, schön. Dann. Dann müssen wir zurückkehren. Aufräumen. Uns erfreuen an großen Zahlen bei großen Portalschlüsselsteinen. 28 ist jetzt nicht super groß. Aber besser als gar nichts. Dann haben wir hier tatsächlich nichts Anständiges dazu gekriegt. Doch, Steinpanzerhandschuhe in uralt. Bild mir nur ein, die habe ich schon. Genau. 11 von 1. Quick Check. Ja, weg damit. So, dann würde ich fast sagen: Bitte unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo, euren Likes und euren Kommentaren. Und wenn ihr dabei seid, nachdem ich überlegt habe, was ich tue, das wäre toll.